Caroline. Hallo Lennart. Graduation Day 2022, die Zeremonie liegt jetzt hinter uns. Wie war's und was passiert heute Abend noch? Es war toll. Es war für viele, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie sich selber gesehen haben und eben nicht nur irgendwie in Teams kacheln. Ne? Das war von daher schön. Es ist immer irgendwie ein emotionales und ein tolles Event, weil wir was zu feiern haben. Wir haben auch wirklich was zu feiern gehabt mit ganz, ganz tollen Masterarbeiten dieses Jahr. Von daher, ich fand es eine super schöne Feierlichkeit. Jetzt geht es eigentlich noch richtig los. Es sind ja Familien und Freunde dabei. Unten wird jetzt gerade der Sekt ausgeschenkt. Später gibt es ein Abendessen. Ich glaube, wir haben noch einen schönen Abend vor uns und genießen das gemeinsam. Und Mittwoch geht es schon weiter mit dem Studienstart. Mhm. Was erwartet uns da? Neue Studierende, das ist immer toll. Das ist auch spannend, auch für die Leute, die schon bei uns sind, weil die Gruppen durchmischen sich ja. Das heißt, wir kriegen neue Impulse, neuen Input. Wir erweitern das Netzwerk zwangsläufig beim Studienstart. Das ist für uns alle spannend und aufregend. Wir wissen ja nicht ganz genau, wer die Leute sind. Wir haben sie zwar von den Bewerbungsunterlagen kennenlernen dürfen, wir haben auch das ein oder andere Gespräch geführt, aber jetzt geht es wirklich ins Doing. Und das ist eigentlich auch der Teil, der Spaß macht. Von daher freuen wir uns. Und für dich heißt das, Public Affairs startet auch. Nimm uns mal mit, was wäre so eins der Themen, was ihr jetzt ganz aktuell diskutiert? Naja, eigentlich stehen jetzt erstmal die Grundlagen im Raum. Ne? Grundlagen Public Affairs ist viel auch, wie funktioniert Politik und wie funktioniert Gesellschaft und worauf achten wir? Und ich glaube, da wird dieses Jahr doch einiges anders als in den letzten Jahren, weil wir von einer Krise in die nächste Krise geschlittert sind und weil heute der Satz, wofür brauche ich Public Affairs oder worum ist Politik wichtig, eigentlich sich selber beantwortet hat in den letzten Jahren. Das heißt aber auch, die Public Affairs musste andere Anforderungen, andere Herausforderungen akzeptieren, annehmen, muss ich da finden. Public Affairs und Politik wird jetzt auch für kleine und mittlere Unternehmen oder kleine und mittlere Organisationen wichtig, die das vorher vielleicht nicht auf dem Sender hatten. Also heute weiß jeder Mittelständler, warum Politik ganz zentral für ihr Doing ist. So, und ich glaube, wir müssen ganz viel oder wir werden ganz viel darüber reden, was macht das mit der Branche, was bedeutet das auch für Professionalisierung, welche Rolle spielt Politik darin, auch wie wir Wirtschaft gestalten, wie wir Gesellschaft gestalten. Und von daher haben wir, glaube ich, ganz spannende Monate vor uns. Und gibt es da so ganz bestimmte Praxisbeispiele oder aktuelle Themen, anhand derer ihr das diskutiert? Ganz viel bringen natürlich die Leute auch selber mit, aus ihren Unternehmen, aus ihren Organisationen. Also der Wunsch, etwas zu diskutieren, kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch mal zu analysieren, kommt auch ganz stark aus den Gruppen. Denen geben wir auch immer gerne Raum, weil das ist das, was es wirklich spannend macht. Wir haben aber auch wieder eine Reihe von super spannenden Gästen dabei, die diese Situation momentan aus ganz verschiedenen Blickwinkeln in ihren Organisationen erleben, damit umgehen mussten, umgehen lernen, adaptieren. Und auch das werden wir in die Kurse tragen. Und ganz genau, also ich kann jetzt nicht sagen, welchen Gast wir in anderthalb Jahren haben werden, weil dazu müssen wir uns angucken, wie die Situation in anderthalb Jahren ist und was spannend ist. Aber wir werden sicher dieses Jahr in den nächsten Monaten mehr über Außenpolitik sprechen als vorher. Vielen Dank. Ich danke euch.